Hallo, heute zeige ich euch, wie ihr Debugging auf eurem neuen Nexus 9 aktivieren könnt. Ihr müsstet diese Packung erhalten haben. Da ist das Gerät drin, das ladet ihr ein bisschen auf und dann kann es auch schon losgehen. Was ihr als erstes machen müsst, ist auf eurem Nexus 9, ihr müsst Entwicklungsoptionen deaktivieren. Das zeige ich euch, wie das funktioniert. Und zwar hier ist das Nexus 9. Dann zieht ihr hier oben runter, geht hier auf Einstellungen. Dann, bei mir sind die jetzt schon aktiviert, aber bei euch gibt es diese Entwickleroption nicht. Ihr klickt auf über das Tablet, dann scrollt ihr runter und dann habt ihr hier unten die Bildnummer. Und da müsst ihr 7-mal drauf drücken. So geht das. Und dann kommt irgendwann, boah, so, sie sind jetzt Entwickler. Sobald das funktioniert hat, seid ihr Entwickler. Jetzt müsst ihr USB-Debugging aktivieren. Das macht ihr, indem ihr auf Entwickleroptionen geht. Das ist jetzt da. Und hier oben bei USB-Debugging diesen Modus aktiviert. Okay. Sobald das funktioniert, könnt ihr das Tablet an den Computer anschließen mit einem USB-Anschluss. Das habe ich schon mal vorbereitet. So, hier ist das USB-Kabel und das ist auf der anderen Seite mit dem Computer verbunden und das stecke ich jetzt einfach hier hinten rein. So, jetzt geht es hier mit dem Computer weiter. Und zwar, was ihr jetzt machen müsst, ihr müsst jetzt hier oben im Chrome, den macht ihr auf und dann gebt ihr ein Chrome:// inspect und dann hinten Devices. Und da gibt es einen Checkbox, Discover USB Devices, die checkt ihr an. Wenn ihr das gemacht habt, dann seht ihr wieder auf dem Tablet, dass jetzt eine Nachfrage kommt, ob ihr das USB Debugging zulassen wollt. Das hakt ihr an, dann drückt ihr auf OK. Ab sofort ist es jetzt so, dass immer wenn ein Tab im Chrome offen ist, dann kann man dieses Tab auch im normalen Browser debuggen. Das habe ich jetzt gemacht und das normale Debugging auf dem großen Bildschirm sieht jetzt so aus. Jetzt halte ich das mal daneben. So, und was ihr jetzt machen könnt, ist, ihr könnt jetzt hier auf Inspect klicken. Und sobald ihr auf Inspect geklickt habt, kriegt ihr einen DOM-Inspektor. Und mit diesem DOM-Inspektor könnt ihr dann mit der Maus das Tablet bedienen und könnt natürlich alle Dinge, die normalerweise im DOM-Inspektor gehen, auch machen. Das heißt also, ich kann jetzt zum Beispiel auf Inspect Element klicken, dann kann ich durchsurfen. Kann draufklicken und dann kriegt ihr direkt das Element. Genau. Und ich kann, es geht sogar so weit, dass ich auf Inspect Element klicken kann und dann kann ich auf dem Tablet draufklicken und dann wird das Element selektiert. Also es ging auf jeden Fall mal, wie es aussieht, geht es jetzt nicht mehr. Da kann man dann nochmal gucken, dass, ob man da noch im normalen Debugging-Modus was findet. Vielen Dank und jetzt viel Spaß mit euren Tablets.